Prost Neuer. Ja, hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP, zurück bei Let's Play Golvelius. Aber ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe mir diesmal einen Gastkommentator eingeladen, beziehungsweise eine Gastkommentatorin. Weibliche Unterstützung. Ja, und schon gehe ich Game Over. Super, toll. Fängt ja gut an. Oh, sollte ich vielleicht doch lieber gehen? Nein, jetzt hast du mich am Hals. So sieht's aus. Es ist vorbei. Du bleibst schön hier. Wir spielen jetzt hier Golvelius und irgendwo hier gab's noch eine geheime Höhle und ich weiß nur leider nicht mehr so genau, wo die war. Irgendwo zwischen den Gehirnen. Genau, ich glaube, dieser Felsen war's. Ja, er war's! Oh mein Gott. Das ist kein Fels, das ist ein Gehirn, das sieht man. Achso, in diesem blauen Gehirn, wir sind jetzt im Mother Brain sozusagen. Genau das. Oh Gott. Und hier sind lauter Schlangen. Siehst du, da sind Würmer im Gehirn. Oder? Ja, könnten auch Würmer sein. Oh Gott. Schlimm, wird schon von innen heraus zerfressen. Er muss nur draufhauen. So sieht's aus. Du reinigst sozusagen das Gehirn. Gehirnwäsche auf die andere. Ja, genau. Und Weise. Ich bin sozusagen hier der Antikörper, der das Gehirn säubert. Sozusagen befreit von. Ach egal. Ja. Lass dich nur nicht umbringen. Nee, nicht wirklich. Vor allem nicht von diesem ulkigen Vieh da unten. Der hüpft so cool rum. Sieht aus wie eine Raupe. Ja? Okay, das ist jetzt der Mutterwurm. Ja, verdammter Mist. Und ich habe mich direkt treffen lassen. Hau zu. Drauf. Zu. Ja, irgendwie... jetzt ist er zu weit gesprungen. Wow. Ich habe keine Ahnung, wozu diese Perlen hier nochmal gut waren, aber irgendwie, der zerspringt einfach in viele kleine Perlen, wenn man ihn besiegt. Ist das nicht herrlich? Musst du die nicht aufsammeln? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es noch erfahren, denke ich. Meinst du? Ja, ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Oh Gott. Oh Gott, was haben die sich denn jetzt hier bei... Wie weit der über diese Klippe drüber laufen? Oh, hoppala. Okay. Ja, super. Wie komme ich jetzt wieder raus? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gar nicht. Schön. Hey. Na toll. Jetzt bist du super. Jetzt wieder von vorne anfangen. Alles nochmal von vorne. Nee, nix da. Gott sei Dank gibt es Safe States. Ja, ja, immer diese Abkürzung. Ja. Nein, das war Skill. Ich habe das Spiel so schnell wieder hierher gespielt, dass es mit bloßem Auge gar nicht erkennbar war. Wow. Oh. Wow. Das ergibt keinen Sinn, aber es ist schön. Es ergibt auch wirklich keinen Sinn und ist sehr merkwürdig. Das kannst du laut sagen. Oh Gott. Gut. Ah! Oh mein Gott! Nicht der! Den kenne ich noch. Das ist... Captain Barrel Roll Krabbe! Oh Gott! Okay. Und der hat's übel drauf. Ja, man sieht's an deiner Power. Ja, guck dich mal an, der nimmt einen mit wenigen Schlägen fast die gesamte Energie weg. Ja. Irre. Okay, probieren wir's nochmal. Ja. Sobald er nämlich stehen bleibt, ist er verwundbar. Oh... Hilfe. Das Problem ist, dass du meistens nicht dann da bist, wo du hin musst. Ja, das ist dein Problem, da gebe ich dir recht. Diesmal hat's geklappt. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Meinst du nicht, dass du ihn getroffen hast? Ich bin mir nicht sicher, ich höre kein Treffergeräusch irgendwie. Das ist schlecht. Sonst kannst du die ganze Zeit im Kreis laufen. Ja. Oh shit. Ey. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Einmal. Und wie oft musst du ihn treffen? Ungefähr 2000 Mal oder so. Oh schön. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja.
Aber siehst mal so, dann warst du hier dabei und hast einen ganzen Boss gesehen in all dieser Zeit. Doch auch schön. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel hat ja auch den Beinamen Golvelius und die Barrel-Roll-Krabbe, die so stark ist, dass man sie nicht besiegen kann. Oh, schön. Ja. Oh, weia. Wieso stirbt der nicht? Lauf! Das macht mir Angst! Ah, jawoll! Sehr schön. Lauf noch, bevor es vorbei ist. Oh, Gott sei Dank, ey. Wow, und jetzt? Jetzt sind wir zurück bei den Gehirn. Und ein Gehirn ist tot. Das Muttergehirn ist gestorben. Ja, genau. Nein, das Loch ist auch wieder zu. Okay. Ja. Nein, lass mich in Ruhe. Und wohin gehst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Das Ganze ist schon sehr, sehr lange her. Ich merk's. Ja, ey, doch. Was? Oh, ein Loch! Das ist ein Loch! Geh da rein, bevor du stirbst. Ja. Ah. Das ist eine alte Frau, du darfst sie lesen. Enter. This Bible will increase thy gold. I will sell it for 800 gold. Willst du oder willst du nicht? Das ist hier die Frage. Ich finde die Logik hier so geil. Hm, diese Bibel wird dir Geld geben, aber sie kostet auch Geld. Hm. Na sowas. Ich hatte sie noch nicht lange genug, damit ich meinen Reichtum auch genügend ausbauen konnte. Aber warum gibt sie dir dann ab? Ich weiß auch nicht. Hey, cool. Aber jetzt weiß ich auch wieder, wofür die gut waren. Unser Gold hat sich gerade erhöht. Also unser Gold-Maximum. Wir können jetzt bis zu 4000 tragen. Ah, okay. Ah, also pro Kugel kannst du mehr Geld packen. Pro, genau. So ungefähr. Ah, lass mich in Ruhe. Ah. Lauf, Forrest, lauf. Ja. Oh Gott. Kirby-Maulwürfe. Die sehen aus wie Kirby, oder? So ein bisschen. Ja, so eine Mischung aus Kirby und von Pokémon. Liegt da. Ja, genau, genau. Stimmt. Das ist, genau. Oh, so eine Mischung daraus. Stimmt, das hat wirklich was davon. Ah, oh, sehr schön. Und ein weiteres Loch und viele Schlangen. Nein. Nein, geht immer weg. Da kommen immer mehr. Und das Loch ist wieder weg. Super. Nein, da ist es jetzt. Ach so, okay. Ja. Wie ist das nur passiert? Ich weiß auch nicht. Ah, lass mich in Ruhe. Boah, ey. Oh. Hey. Die Olle. Wie gemein. I have nothing to say to you. Die ist doch gemein. Naja, erst müssen wir um die ganzen Schlangen nochmal rumgehen und dann bringt es uns im Endeffekt doch nichts. Na gut, gehen wir halt wieder über die Brücke. Ja. Gut, okay. Die Frage ist nur, wo ging es jetzt nochmal weiter? Hm. Ah! Ey, das ist doch... Ey, man wird ja aber auch sofort immer angegriffen. Das ist ja doch gemein. Ah! Kennst du den Film Die Vögel von Edgar Wallace? Oh Gott. Ja. Oh, das hat aber echt was davon. Brave Warrior. Wie wird das... Das ist ein... Das ist irgendwie eine sehr altertümische englische Sprache, deswegen. Fool heißt you einfach, glaube ich. Du hast Despa besiegt. Ja, yeah, you defeated Despa bravely. I sell crystal for 1000 gold. Yes. Willst du oder willst du nicht? Hm. Ich weiß nicht. Nee, wir brauchen diese Kristalle nämlich, denn wenn wir 7 davon haben, dann ja, können wir nach Golvelius. Okay. Und da möchten wir, glaube ich, hin. Ja, ist ganz schön da. Würde ich sagen, kaufe. Ja. Und wir haben nur noch 240 Gold. Oh, lasst mich in Ruhe. Haut ab. Oh Gott. Was
kann man hier nochmal in dem Loch? Ich glaube, da war ich schon drin, aber ich bin mir nicht sicher. Das solltest du dir vielleicht merken. Ja, okay. Ohne Gold kannst du kein Equipment kaufen. Wie schön da kannst steht. Du kannst. Du kannst. Ja. Du kannst nicht kaufen, nie das Equipment. So, Mann. Oh, Mann. Da merkt man, wie dicht die Sprachen aneinander hingen früher. Ja, stimmt. Welcome. I would say... Poison of Life for 500 Gold. Genau, wir bekommen also jetzt Zusatzenergie noch, aber leider haben wir nicht genug Gold, also vergessen wir die Sache. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Gegner in den Hintern treten. Anus. Verdammt. In den Anus. Ja, aber nicht diesen. War besser, weil die sind stark und. Lieber diese Schlangen hier. Die sind schön. Hier, zack, einmal drauf. Zack. Ja, ja. Und zack, und verdammt, sie treffen mich trotzdem. Ja. Ey, wie viel das auf einmal werden. Tja, wie sie sich doch vermehren. Da. Scheiße, jetzt will ich mir was. Das sind doch Würmer. Würmer vermehren sich nämlich schneller als Schlangen. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Oh Gott. Die kommen noch direkt aus dem Gehirn irgendwie anscheinend hier. Oder zumindest aus der Nähe. Ah, lass mich bloß in Ruhe. So, vielleicht haben wir jetzt genug Gold. Ah, 380. Ich habe so viele Schlangen getötet für 380. Tja, sind halt billig. Ja. Die sind im Sonderangebot hier, die Schlangen. Oh, weia. Müsse kaufe Schlangen. Oh, weia. Ich will nicht sterben. Mache viele Golde. Hilfe! Habe ich gerade Energie dazu bekommen? Keine Ahnung. Was geht hier vor sich? Hier passieren gruselige Sachen. Ich will weg hier. Fledermäuse! Ja, mir noch einen mitgegeben. Ja, wenn ich rauskomme, dann kriegst du aber... 74. Das ist doch gemein. Oh. Sag denen, die sollen aufhören, so böse zu mir zu sein. Oh. Müssen wir jetzt Mitleid mit dir haben? Gott. Ich will nicht. Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh. Ja, genau, das ist nämlich, das gibt Energie wieder, diese blauen, was auch immer das sein soll. Kugeln. Waren das Kugeln? Ja. Kannst du auch Pille zu sagen, keine Ahnung. Okay. Wenn du meinst. Ja, Pillen fördern die Gesundheit, sagt man jedenfalls. Ob das so wahr ist? Das ist hier die Frage. Was die Gesundheit wirklich fördert, das was wir uns jetzt kaufen. Juhu! Volle Energie und einen weiteren Pot für den Fall, dass wir mal aufs Klo müssen. Nein, für den Fall, dass wir hier mal drauf gehen sollten. Meinst du, das tun wir? Nein, niemals. Wir sind ja stark und haben das Spiel voll drauf und fliehen! Vor Fledermäusen! Vor Fledermäusen! Hört sich total stark an. Ja, irgendwie. Oh, ja, ey. Die sind doch unglaublich. Was ist das mit den Vögeln? Als, nachdem ich den Film gesehen hatte, ganz ehrlich, hatte ich die erste Zeit lang echt Panik vor Vögeln. In das glaube ich, ey. Der Film ist verstörend. Was das Thema angeht. Also, es ist wirklich als typisch. Ne? Ich kann mir so Filme auch nicht wirklich ansehen. Ich habe mir auch noch nie einen von diesen Monster-Spinnen-Filmen oder so angesehen, wo die Spinnen dann auf einmal böse wurden. Ich mag Spinnen schon im echten Leben nicht.
Wenn ich da noch so einen Film sehen würde, ich glaube, ich würde völlig abdrehen. Vor Spinnen hatte ich jetzt keine Angst. Ich mag nur keine Giftspinnen. Die sind dann etwas unschön. Aber, ja. Okay, obwohl ich sagen muss, wenn ich diese Monster-Spinnen-Filme sehe, die sind unrealistischer als der Film Die Vögel. Ich weiß nicht. Ja gut, klar, der ist ja richtig, der ist auch noch so realistisch gemacht irgendwie, das stimmt schon. Und da, für die Zeit war das ein echter Horrorfilm. Oh ja, also es ist richtig psychomäßig, was da läuft. Was macht die da? I wish the crunch, well it was crunch, die frühstückt gerade. Die frisst wahrscheinlich gerade genüsslich so eine Schlange oder so. Nee, weißt du, so eine Schüssel von Kellogg's oder so, wo sie richtig so... So, I wish the crunch, well it was crunch, peaceful again, crunch. Die ist völlig wahnsinnig geworden. Das nächste Mal, wenn ich irgendjemandem weise Ratschläge gebe, fresse ich auch eine Packung Müsli. Kommt immer gut. Ja. Okay. Na dann. Gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, grüne Schlangen. Die haben es bestimmt voll drauf. Ey, die haben es voll drauf, ey. Drin! Unfassbar! Ja, siehst du, hast schon wieder zwei neben weg. Also, der kann deine Stärke. Deine Lebensanzahl erhöhen. Was ist das für ein Vieh? Den habe ich ja noch nie gesehen in dem Spiel. Aber der kann dir deine Power erhöhen. Ah, okay. Bin ich dann stärker, wenn ich das mache? Nee, ich glaube, du hast mehr Lebensenergie. Ach so, mehr Power ist ja Lebensenergie hier, genau. Ah, okay. Ich sagen. Ah, der füllt unsere Energie wieder auf, der nette Herr hier. Return here again if du needst. Two. Unglaublich. Was ist das für ein englischer Dialekt? Das würde mich nicht mehr interessieren. Das ist echt grauenhaft. Also, wenn man so das Schulenglisch oder das normale Englisch einfach gewöhnt ist und dann sieht man sowas. Echt grauenhaft. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns mal in den nächsten Part. Ja. Mit diesem gruseligen Vieh hier und... Ja. Würde mal sagen, bis dann. Adios, amigos.